So, dann haben wir ja nur noch zwei Missionen vor uns. Dann bin ich hier auch schon wieder durch. Juhu. Und ich nehme ja auch erst 2,5 Stunden auf. Ist ja noch nicht lang. Ich glaube, heute könnte ich meinen Rekord mit der längsten Aufnahme brechen, wenn das so weitergeht. So, So, was ist jetzt in der Mission zu beachten? das Ding hier muss weg. Wenn das Ding weg ist, habe ich gewonnen. Es gibt da zwei Taktiken. Die eine führt mich zu einem relativ schnellen, allerdings eher mageren B-Rang. Die Taktik beinhaltet einfach diesen Stealth-Fighter, am besten mit Eagle gespielt, hier einfach durchzustealthen, bis er an dem Obelisk ist. Eine weitere Einheit mitzunehmen, um den Megatank hier wegzubringen. Und ja, hier einmal einen Lightning Strike benutzen oder Lightning Drive, je nachdem, was man bis dahin hat, und dann zwei Schüsse auf den Obelisken zu machen. Fertig. Es gibt dann noch eine etwas längere Taktik, wo man das mit der Orange Star Armee hier durch versucht, aber ich gehe, glaube ich, hier auf die etwas kürzere Version, sofern ich die noch hinkriege. Dazu muss ich in der grünen Armee allerdings auf jeden Fall Eagle mitnehmen. Und Sammy, weil sie ihn momentan noch am besten supporten kann. Ich brauche. Was brauche ich denn? Also Star Power auf jeden Fall. Den brauche ich. Brauche ich den? Weiß ich jetzt gar nicht. Wäre jetzt gar nicht so wichtig, weil die Mission eh so kurz ist, dass sich das bisschen Geld gar nicht drauf auswirkt. Was können wir hier denn schön mitnehmen? Ist ganz schön schwierig. Da, wenn ich die Skills schon hätte von Rang 9. Die wären toll. Aber gut, ich nehme jetzt halt einfach mal voll Karacho Direct Attack mit, einfach weil ich es kann. Und bei Sammy, ja, geben wir dem Eagle nochmal mehr 5% Feuerpower. So, in der blauen Armee, das ist eine, die geht ziemlich auf See- und Fernkampfeinheiten. Daher ist das ein Grid-Max-Sack. Mach, Grid-Max. Ja. Max. Die passen hier am besten. Vor allem, weil ich mit Grid hier seine super krassen Schlachtschiffe ausnutzen kann. Und in der Mitte gibt es für mich hier nur eine einzige Option. Das machen Rachel und Jake. Und zwar brauche ich Rachel hier wegen ihrem Covering Fire und idealerweise kriege ich so hin, dass Jake danach noch eine Tech Power durchratzt. Was nehmen wir denn hier mit? Weil ansonsten lasse ich das Set jetzt einfach mal so. Ich glaube mal, dass ich hier mit Jake anfange, weil ich hier jetzt einmal mal eine starke auf eine Tech Power hoffen kann, dass ich die relativ schnell krieg. Probieren wir es einfach. Ja, wird schon schief gehen. Jetzt fällt mir gerade noch was ein, was ich mitnehmen kann bei Eagle. Wenn ich schon den Stealth Fighter hier durchschmuggeln muss, dann kann ich auch gleich dafür sorgen, dass der beim Stealth ein bisschen weniger Benzin braucht. Jetzt können wir es machen. So. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Das Lava? Nee, das ist normales Wasser. Das ist nur im Wasteland. Da sieht das eben so aus. Den Megatank werde ich da opfern müssen. Einfach weil ich den Crystal in der Mitte da wegkriegen muss.
So, hier mal ein bisschen Infanterie noch mitbewegen. Dann kriegt er hier noch eine Arti und Ende. Ja, soweit so gut. Jetzt kommt ihn grün. Grüner Arm. Die Green Earth Armee kann man sie auch einfach nennen. Yeah, ich habe Seeeinheiten mit Igel, das wird mir ja so viel weiterhelfen. Seeeinheiten bei Igel sind nur leider 10% schwächer als normale. Wenigstens nicht mehr so wie in Advance Wars 2, da waren sie nämlich 30% schwächer. Das war ja wirklich ein Schlag ins Gesicht. Ja, dafür waren seine Flieger richtig toll. 115 auf Angriff und 110 auf die Def. So. Also eigentlich 15% mehr Schaden als normal. 15% mehr Schaden und sie haben 10% weniger Schaden bekommen. Ja, damit die Taktik hier in der Mitte funktioniert, muss ich diesen Kristall hier wegkriegen. Sonst wird das Ganze hier nicht wirklich was. Hier kann man ja auch noch was machen, ganz vergessen. Ich leider noch 19, okay. Wäre das schon mal einer weniger. Wie machen wir das am dümmsten? Das Einzige, wovor ich wirklich Angst habe, ist der Jäger hier. Weil er ist der Einzige, der meinen Stealth-Fighter hier angreifen kann. Eigentlich kann ich ja den ganzen Rest hier opfern. Zumindest noch den Pipe Runner kaputt schießen. Und einfach den Stealth Fighter umkreisen, sodass er ihn nicht angreifen kann. Der Megatank wird jetzt hier leider ein bisschen kaputt geschossen, aber gut. Der hat dafür seinen Zweck schon getan. Er hat einen Kristall kaputt geschossen. Oh, er hat mein U-Boot gefunden. Gut, er greift nur den Bomber an. Das ist die unwichtigste von den ganzen Einheiten hier.
So, jetzt hier erstmal schön zurückschießen. Jetzt lasse ich sie kommen. Hallo? Einheiten von der blauen Armee, die interessieren mich nicht wirklich. Die kann ich so opfern, wie ich lustig bin. Okay, er hat keine Flieger in Reichweite. Schade. Einen Rocket Launcher. Weil es so schön ist. Den Lightning Drive hätte ich zumindest schon mal. Gut, läuft denn jetzt bis jetzt alles nach Plan? Bis jetzt ja. Sogar besser, als ich gedacht hätte. Ich will hier sowieso die Kurzversion spielen. Oh, Moment. Das Einzige, was jetzt nicht ganz so toll nach Plan läuft, ist das. Ja, genau da rein, wo ich sie nicht haben wollte. Aber gut. Solange mir meine Tech Power bei der Orangen Armee auffüllt, soll es mir recht sein. Ich brauche nur eine Super mit Rachel. Das ist alles. Die habe ich zumindest schon mal fast. Dann gibt sie mir aber nicht mehr ganz, wenn ich das so richtig sehe. Nö, nicht mehr ganz. Ich bräuchte sie jetzt eigentlich. Ich kann aber hier nochmal zwei Angriffe machen, in der Hoffnung, dass ich sie dann durchkriege. Ja. So, jetzt ziehst du mal die geballte Power von dieser Spezialgabe. Jetzt kommt ein Orange Crush. So. Siehst du, was von seiner Armee jetzt übrig ist? Nicht mehr sehr viel. Die Einheiten, die er mit seinem Ex Machina getroffen hat, die können sich bis zur nächsten Runde nicht bewegen. Allerdings kann man das ein klein wenig aushebeln. Nämlich, indem man eine Tech Power benutzt. Macht die nämlich alle wieder mobil.
So kann man schön durch seine Armee durchpflügen. Hier noch. Was haben wir jetzt eher weg? Ich glaube, der hier ist mir ein bisschen gefährlicher. Auch wenn ich ihn nicht mal ganz weggekriegt habe, aber egal. So, muss doch den Kristall weg haben, ne? Ja, der muss noch weg. Allerdings ist das auch kein Problem. Damit hat Grit schon seinen kompletten Zweck erfüllt. Mehr will ich von ihm nämlich eh nicht. Ich will von ihm nur, dass er diesen Kristall und vielleicht die zwei Mini-Cannons noch wegmacht. Der ganze Rest ist mir bei ihm egal. Bei Eagle sieht's gerade auch ganz gut aus. Das Einzige, was da schon nicht mehr so ganz gut aussieht, ist der Benzinvorrat von dem Stealth Fighter. Aber wäre jetzt auch nicht so wichtig. So, mit seiner zertrümmerten Armee kann jetzt aber auch nicht mehr allzu viel machen. Also ein paar von meinen beschädigten Einheiten kriegt er zwar jetzt noch weg, aber der Großteil seiner Armee ist auch ziemlich, ja, dezimiert. Diesen Stealth-Bomber noch durch? Den Stealth-Bomber? Das weiß ich noch nicht, ob ich den noch durchkrieg. Auf jeden Fall werde ich es versuchen. Und wenn nicht, schmuggle ich demnächst noch einen Bomber mit durch. Was können wir hier noch angreifen?